Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Assassin's Creed Syndicate. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst. Und würde mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Zwischen den Parts habe ich mich mal kurz erfrischt, was gegessen. Weiter geht's. Der goldene Pfad. Nach der Entdeckung des gestohlenen Goldes machen sich Dulep und die Assassinen zur Aufgabe, es zurückzuholen. Ich habe mehr über das gestohlene Gold herausgefunden. Kommen Sie zu meiner Kutsche. Das ist äußerst seltsam. Die Ostindien-Kompanie macht gemeinsame Sache mit dem Templerorden. Aber warum? Haben wir es nicht. Ruhig, Mädchen. Der Buchhalter hat verraten, dass eine Ladung mit gestohlenem indischen Gold in einer Kutsche in einem Lagerhaus von Stadek steht. Wir müssen schleunigst dorthin. Wir müssen die Kutsche finden und es zurückholen. Was tun Sie dabei? Nun, ich unterstütze Sie natürlich. Hallo. Man nennt mich nicht umsonst die vier besten Schützen von ganz London. Ja! Bewegung! Ich muss das Gold finden. Das ist es. So ist das Gold muss hier irgendwo sein. Kommen Sie zurück, wenn Sie es haben. Ich bleibe hier und halte Wache. Aber Vorsicht. Was die einmal haben, geben Sie so leicht nicht wieder hin. Hier muss das Gold versteckt sein. Was heißt denn erbeuten? Ja. Ich habe das übrigens absichtlich so gemacht, ne? Damit wir ein bisschen die Eigenschaften leveln können, wie ihr gerade gesehen habt. Hätte viel mehr kämpfen müssen im Spiel. Wir haben viel zu wenig gekämpft für die Eigenschaften.
Ich habe halt zwischen den Parts mal ein bisschen schlau gelesen, ne? Was wir so alles. Oder wie wir das alles machen. Haben wir nicht genug Männer da drüben, um für Ruhe zu sorgen? Es ist nicht leicht, die Kolonie in Schach zu halten. Wenn ich nicht in Indien bin, soll ja ein wahrer Urwald sein. Die Eigenschaften leveln sich jetzt ganz gut. Ja, komm, schieß. Schieß! Trau dich, schieß! Warum geht das mit dem Konterschuss nicht? Da ist sie. Das Gold muss da drin sein. Jetzt muss ich es nur noch holen. Ganz genau. Ich muss schnell zurück zu Mr. Singh. Bewegung! Ganz ruhig. Weiter! Gut so. Gut. Die Kettler sind in der Nähe. Wir müssen sie abschütteln. Ja. Ich halte die Wölfe in Schach. Halt. Beilung, los! Ich muss die Verfolger loswerden. Schneller! Ruhig, ruhig! Ruhig! Komm schon! Bewegung! Langsamer! Ja! Es gibt auch alles nicht, das trifft. Lustig. Mädchen. Die Waffe klebt. Übernehmt für mich. Ich habe das Gefühl, Sie machen das gerne. Nehmen Sie die. Ich brauche sie gerade nicht. Alle Templer auf dem Zug töten, stand da gerade, ne? Oh Mann.
Wir waren nachladen. Das kann ich, kann man das nicht schaffen, wenn man nachlädt. Das geht halt nicht. Geht doch. Wir haben sie abgehängt. Sehr gut. Ihr habt mich ziemlich beeindruckt, wenn ich das sagen darf. Oh. Zu freundlich. Ich empfand es als äußerst belebend, um ehrlich zu sein. Ich habe einen Kapitän angeheuert, der das Gold wieder zurückschafft. Wenn Sie so freundlich wären, die Kiste zu holen. So einfach kommst du nicht davon, Dieb! Sind Sie unversehrt? Das war ein ziemlicher Schreck. Mir geht es gut. Wirklich. Ihre Verteidigung war ganz ausgezeichnet. Wirklich. Mit Ihnen an meiner Seite wird es ganz gewiss ein leichtes sein, das Gold dahin zu bringen, wo es hingehört. Warum vertreten Sie sich nicht die Beine nach diesem letzten Kampf und treffen mich, wenn Sie bereit für die Weiterreise sind? Es gibt noch einiges zu tun. Okay. Nice. Müssen wir ganz kurz zum Laden. Hier vorne ist auch ein Laden direkt. Wunderbar. Dann machen wir direkt weiter. Alles auffüllen. Sie haben einen guten Geschmack. Ich habe einen guten Geschmack, okay. Gute Heimreise. Jede Woche kommen Schiffe mit gestohlenen Reichtümern aus Indien in den Docks von London an. Beim Verladen des Goldes auf das Schiff eines Vertrauten müssen sich Duleb und die Assassinen den Templern stellen, bevor die Fracht die englischen Gewässer sicher verlassen kann. Wo waren wir? Wir müssen das Gold dem Volk zurückbringen. Meinem Volk. Ich habe einen Kapitän angefordert, der es zum nächsten Ziel bringen wird. Aber dafür müssen wir es erst aus London hinausschaffen. Und wir müssen es schützen. So ist es. Nun, wenn Sie so freundlich wären, das Gold an Bord zu bringen, könnten wir loslegen. Wir müssen ablegen. Wir haben das Gold. Jetzt müssen wir weg. Kommen Sie an Bord.
alle Scharfschützen im Nahkampf töten. Nimm mal an, die Scharfschützen sind auf der Brücke oben. Ich wusste, es würde nicht lange dauern, bis sie wieder auftauchen. Vorsicht! Bleib zurück! Nein, wir gehen das gemeinsam an. Er steckt im Schiff drin, leider. Ja, ich bin im Schiff. Das können wir schon wieder neu starten. Dieses Spiel ist so verbuggt. Das fällt jetzt immer mehr auf, umso mehr wir am Ende noch machen, ne? Das ist ein bisschen dieses, weiß ich, das Assassin's Creed war das 3, ne? Was auch so verbuggt war, wo ich auch irgendwelchen Kutschen drin war, durch den Boden gefallen bin. Da waren auch weirde Dinge, wo einfach Gegner, ein ganzes Camp einfach respawned ist vor meinen Augen. Der Controller vibriert die ganze Zeit ganz heftig. Und der hört nicht auf zu laden. Hä? Was ist jetzt passiert? Mein Controller vibriert wieder ganz heftig. Sind wir jetzt in der Endlosschleife? Nice, ne? Was ist eigentlich, wenn ich hier dran halte? Ich gerade wunder, was das ist, das ist der Controller. Der vibriert wie Sau. Ich glaube, ich muss das Spiel Taskmanager beenden, ne? Das ist Ubisoft-Qualität hier. Da seht ihr mal, wie Ubisoft Spiele macht. So macht Ubisoft Spiele. Durch einen Bug in den nächsten Bug gedrängt worden. Dann los! Ah, jetzt geht's. Aha, jetzt geht's auf einmal, okay. Ich bin wieder im Schiff. Es ist unfassbar. Ich bin einfach wieder im Schiff drin. Aber man darf das Schiff nicht verlassen, oder was? Ist es das? Ubisoft? Was möchtest du mir sagen damit? Ich soll die im Nahkampf töten, aber ich darf das Schiff nicht verlassen, oder wie? Ich wusste, es würde nicht lange dauern, bis sie wieder auftauchen. Vorsicht! Bleib zurück! Das Problem ist, da stand gerade alle Schützen im Nahkampf, deswegen, einer wurde vom Schiff erschossen, deswegen müssen wir neu starten wieder. Das kann jetzt wieder sein, dass das wieder 50 Mal dauert, bis es dann geht. Willkommen bei der Qualität von Ubisoft Entertainment Games. Ja, es fängt wieder an mit der Endlosschleife. Ja gut, Leute. Das wird jetzt nochmal 5 Minuten dauern, ne? Jedes Mal, wenn einer vom Schiff erschossen wird, wird das 5 Minuten dauern, bis wir wieder vom Checkpoint starten können. Jedes einzelne Mal.
sorry, das so sagen zu müssen, aber das ist halt schon echt, das ist schon klagewürdig, ne? So kaputt ist das Spiel an der Stelle. Das ist nicht das erste Mal, dass der Bug drin ist im Spiel. Das ist halt, als würde man einen Apfel verkaufen, der von innen verrottet ist. Kann man halt nicht machen, ne? Der ist ja kaputt. Es ist ja offensichtlich einfach kaputt. Das Spiel ist kaputt. Weiß nicht, wie das zusammengehalten wird, das Spiel, aber... Echt. Allein für diese Bugs würde ich 2 Punkte abziehen von der Gesamtwertung, ne? Wenn ich dem Spiel eine 8 von 10 geben würde, würde ich danach eine 6 von 10 geben. Weil das ist halt einfach eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Das zu verkaufen für Geld ist eine Frechheit. Das ist halt einfach nur eine Beleidigung. Ja, ist gleich wieder. Das ist eine absolute Beleidigung. Und ich habe echt überlegt, ob ich dem Spiel so eine 8 von 10 gebe, aber ich denke, eine 6 von 10 passt eher zu dem Spiel. Tut mir leid, Spiel. Hast ein cooles Finale gehabt, aber das hast du jetzt alles wieder kaputt gemacht, die ganzen Pluspunkte. Die hast du komplett wieder weggerissen jetzt. All die schönen Pluspunkte, alle wieder weg. Ne, wieder. Vielleicht hört man es im Hintergrund, das Vibrieren. Das Lustige ist, es vibriert auch immer im gleichen Muster. Bei jedem Mal neu reinladen, vibriert es im gleichen Muster. Darf ich jetzt wieder spielen? Nein. Spielen verboten. Ihr wisst schon, Ubisoft verlangt für das Spiel Geld, ne? Das ist nicht kostenlos, das ist nicht Free-to-Play. Das ist einfach krank. Ich trinke das gerade echt auf. Ja, wieder nicht. Man könnte natürlich sagen, hey Potato Pet, du bist Let's Player. Das ist deine Arbeit, das rauszuschneiden. Aber nö, sehe ich nicht ein. Das ist das Spiel. Schaut es euch an. Ich finde, meine Verantwortung ist, das Spiel so zu zeigen, wie es wirklich ist. Und das ist nun mal Teil des Spiels. Wie viele Missionen das vielleicht auch hat. Wir wissen gar nicht, wie viele Missionen das vielleicht auch hat. Haben diese Probleme, ne? Das können einige sein. Wir haben es halt nur da jetzt entdeckt. Mal wieder. Wieder nicht. Und ich finde es maximal unehrlich euch gegenüber, das jetzt rauszuschneiden. Wir machen den Part halt länger dann. Aber ich schneide das hier nicht raus. Damit die Leute das eh denn sehen können.
Ja, nicht. Sobald es anfängt zu vibrieren, läuft irgendwas im Hintergrund gerade ab. Nope, wieder nicht. Ihr könnt es ja nicht fühlen. Ich fühle das Vibrieren halt direkt. Ich frage mich halt, wie wir da so schnell hinkommen sollen zu den Scharfschützen. Vom Schiff springen ist ja eigentlich die beste Art und Weise, aber wenn wir vom Schiff springen, sind wir immer im Schiff. Und dann dauert es halt zu lange, aus dem Schiff wieder rauszukommen. War immer genau gleich lang, ne? Wie lange das dauert, bis es wieder... Nope. Wieder nicht. Ich lasse das alles so drin, ganz ehrlich. Das ist Assassin's Creed. Das ist Assassin's Creed Syndicate. Ich meine, wenn es schon an so grundlegenden Dingen scheitert, wie Missionscheckpoints. Das ist ja wirklich, das ist ja die Hausaufgaben, das ist quasi Standard. Jedes andere Spiel macht das ohne Probleme, weil man sich darum kümmert, dass das funktioniert. Nicht so bei Assassin's Creed Syndicate. Und das ist auch das, weswegen sie Assassin's Creed Shadows verschieben, damit sie so Fehler, die nach Launch passieren, schon jetzt fixen können angeblich. Aber das sind ja Fehler, die schon 8 Jahre nach Launch sind und die sind immer noch drin. Wann werden denn diese Fehler gefixt, Ubisoft? Hm? Wann denn? Nie, wa? Die Fehler bleiben einfach, ne? Zu unserem Leid tragen jetzt als Zuschauende und, jetzt habe ich gegendert. Als Zuschauende. Potato gendert! Nein, als Zuschauende und Spielende. Es vibriert wieder. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann Taskmanager öffnen und das Spiel einfach killen. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Ne? Wir müssen das Spiel killen. Etwas, was ich eigentlich ungern tue in einem Let's Play. Aber das Spiel lässt sich einfach nicht mehr spielen. Es ist, was es ist. Ne? Das Spiel lässt sich einfach nicht mehr spielen. Aber auch das hilft, glaube ich, nicht. Das Spiel hat den Checkpoint gespeichert, soweit ich weiß. Wenn ich jetzt gleich wieder reinlade, will er wieder vom Checkpoint starten. Ihr seht das Problem, ne? Wir starten das Spiel jetzt neu. Weil jetzt sind wir schon 20 Minuten hier im Sitzen, im Ladebildschirm. Und ich wette, dass der wieder vom Checkpoint starten will. Weil das haben sie hinbekommen, dass die Checkpoints gespeichert bleiben. Oder mein Savegame ist jetzt kaputt, das kann natürlich auch sein. Das wäre jetzt das ultimative Ende des Let's Plays.
wir starten. Oh, es ist wieder. Es vibriert wieder, Leute. Es startet wieder vom Checkpoint. Selbst das Spiel killen bringt nichts. Man ist dem Spiel hilflos ausgeliefert. Es gibt eine Lösung: das Safe Game löschen. Aber das mache ich nicht. Wir dürfen wieder von vorne starten. Ich drücke alles, was geht. Aber es interessiert das Spiel einfach gar nicht. Nope, interessiert das Spiel überhaupt nicht. Wow. Ja, Leute, ich hoffe, ihr habt Zeit mit eingepackt, ne? Das Tolle ist, als YouTube-Videos-Zuschauer könnt ihr einfach nach vorne spulen. Ich hab das gehört. Ich habe ein Teil unter den Controller gelegt. Oh Mann, ey, meine Hände werden müde von dem ganzen Vibrieren. Das ist einfach lächerlich. Oh mein Gott, Ubisoft, Alter. Ihr seid so lächerlich. Triple A, Quadruple A. Das ist so lächerlich. Es ist unglaublich lächerlich. Oh. Das Spiel hat ja echt seine guten Seiten und so. Und ich will das Spiel auch nicht zu schlecht reden, weil das Spiel an sich, die technische Seite des Spiels ist halt grauenvoll. Und im Gegensatz zu Unity, was wenigstens einigermaßen gefixt wurde technisch, ist das Spiel hier halt nicht gepatcht worden. Also es gab bestimmt Patches, aber ihr seht, die haben nicht viel gebracht. Die haben leider nicht viel gebracht und man kann die Mission, soweit ich weiß, nicht aus dem Hauptmenü beenden. Man kann nur weiterdrücken, wird immer wieder zu seinem Checkpoint gecheckt und dieser Checkpoint ist kaputt. Es wäre eigentlich so einfach, man kann sich so ein Debug-Menü machen, mit dem man jeden Checkpoint einfach mal laden kann. Aber nein, hat Ubisoft natürlich nicht gemacht, interessiert Ubisoft nicht. Das wird schon funktionieren. Ich meine, es hat schon mal funktioniert, nur irgendwie. Oh, will's nicht mehr. Ich weiß auch nicht, was man tun soll in dem Moment. Sag mal, wenn das jetzt noch bis 45 Minuten läuft, dann beenden wir das Let's Play an der Stelle und dann haben wir halt Pech gehabt. Dann ist das Spiel nicht mehr spielbar. Das ist halt schade, dass wir das Let's Play so beenden müssen, aber was soll ich machen? Was soll ich tun, Leute? Ich kann jetzt auch nicht 2 Stunden hier sitzen, bis das dann einfach wieder sich wieder einfängt und das dann wieder läuft. Wir haben das ja schon mit den anderen Missionen auch schon mal gehabt, diesen Fehler, nur da ging der Bildschirm hier wenig schneller weg und das ging nach 3-4 Mal ging es dann wieder. Ja. Tja.
Ich glaube, es geht. Dann los! Hat der eine den Kammer gar nicht töten, scheinbar. Weil wenn das jetzt wirklich zu langsam war von mir, dann lache ich. Dann bleiben wir ausnahmsweise mal auf dem Schiff und springen von hier aus dann rüber. Ich dachte, ich müsste schneller sein. Das Wichtigste ist nur, wenn wir neu starten müssen, Erinnerung neu starten, nicht vom Checkpoint, ganz wichtig. Wenn Neustart, dann komplett. Es sind nur noch zwei Scharfschützen, ja drei. Aber wenn jetzt einer davon erschossen wird. Hey, dass sie geskriptet waren, dass die umfallen, das wusste ich natürlich nicht. Das ist wieder verbuggt? Nee. Lass sie nicht mit der Fracht entkommen! Der Motor blockiert! Ich muss ihn wieder in Gang setzen! Was
für deinen Kampf. Das sollte dem Kapitän genug Zeit verschafft haben. Okay. Nun müssen wir dieses Schiff nur noch sicher zum nächsten Dock bringen und können von dort. Denn dann haben wir die feindlichen Gewässer hinter uns gelassen. Wir haben heute Gutes getan. Das fühle ich. Schön, dass ihr so denkt, Baron Hoheit. Wir sind noch nicht fertig. Sieben. Acht. Okay. Ich glaube, das war der letzte von denen. Das Gold ist nun in treuen Händen. Wir haben gute Arbeit geleistet. Möge das hier nicht das Ende unserer Abenteuer sein. Nein, erhalten wir diese Partnerschaft aufrecht. Von nun an geht der Blick stets voraus. Guten Tag. Das sind recht störrische Burschen, nicht wahr? Nun, wenn Sie mich wohl entschuldigen würden, mein heutiger Tag war überaus ereignisreich. Ich muss mich ausruhen. Kontaktieren Sie mich doch bitte wieder. Warum haben wir einen Timer? Okay, ich wollte schon sagen. Warum haben wir da oben einen Timer anlaufen? Diese Mission war absolut kaputt, ne? In jeder Art und Weise. Na, hoffentlich wird das jetzt besser mit der nächsten Mission. Eine machen wir jetzt noch, als Entschädigung, weil Ubisoft so einen Scheiß gebaut hat mit der Mission hier. Eieieiei. Aber nach der Mission werde ich mich auch langsam aus dem Stream verabschieden, weil ich noch ein bisschen was für Satisfactory vorbereiten muss. Noch ein bisschen was vorzubereiten für den nächsten Stream, der morgen dann ist von Satisfactory. Leute im Stream, für die Leute auf YouTube, ja, dann habt ihr irgendwie, ihr habt Videos. Ihr habt sehr viele Videos, ihr habt über 100 Parts haben wir bei Satisfactory schon aufgenommen. Und die sind, teilweise gehen die 2 Stunden die Parts. Entgleisungen. Nach der anfänglichen Aufregung um die Rückforderung der gestohlenen Reichtümer ist Dulet bereit, einen anderen Plan in Gang zu setzen. Er bittet die Assassine um ein Treffen. Ich habe eine Vorstellung davon, was uns erwarten wird. Erst müssen wir uns mit Henry an der Southern Station treffen. Gehen Sie vor, wir treffen uns dort. Okay. An sich finde ich diese optionale Mission hier eigentlich ganz, ganz cool. Auch die DLC-Mission, so finde ich an sich cool, die Ideen dahinter und so. Ne? Die sind man echt alle ganz nett, nur die Umsetzung ist halt teilweise echt grottig. Muss überlegen, das hier war ein DLC, ne? Man hat dafür extra Geld ausgegeben. Agnes, ich hoffe, es geht dir gut. Agnes, ich kümmere mich sofort darum. Miss McBean sollte Richtung Whitechapel Station.
Der Zug ist zu weit weg. Ich brauche eine Kutsche. So. Ja, aber das Problem ist halt einfach, dass man dafür sogar extra Geld verlangt hat, ne? Also extra zum Hauptspielpreis noch dazu, ne? Oder war das ein kostenloser DLC? War das ein kostenloser DLC? Nee, oder? Da hat doch auch Geld gekostet. Das ist dann schon hart, ne? Wenn das in so einem schlechten Zustand ist. Gutes Mädchen. Es geht schon wieder los. Im Zugversteck. Die haben unser Zugversteck geklaut, okay. Warum nimmst du meine Kamera weg, Spiel? Die Kamera. Das Spiel nimmt einfach die Kamera weg. Okay. Wir laufen einfach. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert, Leute. Ich kann euch nicht sagen, was das hier gerade ist. Ich kann euch nicht mal kontrollieren. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann nichts drücken. Ich drücke alles, was geht. Jetzt ist sie unter dem Boden oder so. Das ist halt einfach so lächerlich. Seht ihr das? Seht ihr, was ich sehe? Seht ihr, was ich sehe, Leute? Wow. Ich hab mich gerettet. Komm schon! Ja. Es ist einfach lächerlich. Hallo! Schneller! Ich hab selten etwas so Lächerliches erlebt in einem Videospiel. Das war mein Planspiel. Komm schon! Seht ihr, was ich da sehe? 4 Gegner vom Dach werfen stand oben jetzt als optionales Ziel. Stand das schon seitdem ich am Dach war? Nee, oder? Das stand erst nachdem ich alle Gegner getötet hatte, oder? Die Mission hat wieder ihre Checkpoints komplett durcheinander. Lass mich raten, die Gegner sind alle tot jetzt und ich muss immer noch 4 Gegner vom Dach stupsen. Genau. Keine Ahnung, was ich hier tun soll. Jetzt sind ja keine Gegner mehr da. Achso. Come on,
kommt der denn jetzt her? Willst du, dass ich rüberkomme und dich in Stücke haue? Ja, was macht sie da? Was macht die Evie? Fängt jetzt mexikanische Musik an, was ist hier los? Ich weiß nicht, hallo? Hä? Was machen die mit mir? Die kicken mich einfach runter. Glaub nicht, dass ich dich da hinten nicht trotzdem aufhalten kann. Das ist gerade gemacht, weil es gibt, glaube ich, ein Achievement dafür, oder es gibt eine Eigenschaft. Aber eine Eigenschaft scheinbar nicht, weil sonst würde die Eigenschaft jetzt angezeigt werden, dass wir das machen würden. Leute vom Dings zu schmeißen. Da wird es wohl ein Achievement gewesen sein. Warum hat also unser Zug weißer Rauch und der andere hat schwarzen Rauch? Was ist das für eine Symbolik? Und jetzt? Passiert jetzt noch irgendwas? Ist es wieder verbuggt oder ist das alles so richtig? Ich glaube, das ist alles so richtig, okay. Tust du das? Sorry, aber dass ich gerade so angepisst bin vom Spiel, aber ihr seht ja selber, was hier passiert. Das gerade eben mit der Kutsche, das war einfach wild. Nachdem wir gerade eben die ganze Zeit diesen Ladefehler hatten. Sowas auf einmal. Da hatte ich Gutes über das DLC gehört. Ich meine, über Jack the Ripper hört man auch Gutes und das habe ich auch gespielt damals. Das DLC habe ich dann gespielt. Das war auch sehr gut, also hat mir Spaß gemacht. Eine Katastrophe! Ja. Die BOK dürfte mit den Entwicklungen nicht gerade zufrieden sein. Das kann man so sagen. Aber fürs Erste sind sie ruhig gestellt. Vielleicht ist dies nicht der beste Moment, um es anzusprechen, aber ich habe noch einen Plan. Ich höre. Es klingt vielleicht tollkühn, aber warum stellen wir nicht den Koh-i-Noor-Diamanten? Einen Teil der Kronjuwelen? Wofür das denn? Ihre Hoheit mag ihn zwar tragen, aber er gehört ihm. Es ist eine Trophäe, Symbol für die Kolonisierung Indiens und genau dort gehört er hin. Es ist ein äußerst delikates Unterfangen, aber ich weiß ja, dass ich mich voll und ganz auf sie verlassen kann. Ich habe bereits veranlasst, den Aufbewahrungsort des Koh-i-Noor-Diamanten auswendig zu machen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie einen Moment darüber nachgedacht haben. Ich bin so froh, dass wir das jetzt durch haben. All die Bilder sind übrigens so gestaucht, das ist ganz komisch. Ist halt schade, weil das Spiel an sich eigentlich ganz cool ist, aber diese Bugs sind halt echt. Ritterstand erhoben. So viel zum Kampf aus den Schatten. Diese Bugs sind halt wirklich einfach hart nervig, ne? Das ist halt leider. Es ist halt so, wie es ist. Ich kann es halt auch nicht beschönigen. So, meine lieben Freunde, wir sehen uns aber wieder im nächsten Part und dann auch in der nächsten Aufnahme, weil ich muss das jetzt erstmal verarbeiten, was wir hier erlebt haben. Wir sehen uns. Bis dann, hattet ihr und stellt immer das Beste aus eurem Leben. Eure Evie Fred, euer Potato Pet verabschieden sich. Bis dann. Tschüss.